Hier sind nirgendwo, nirgendwo bisher Dias. Oh mein Gott, was? Dias, 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 oh mein Gott. Nein. What? Was hat passiert hier? Da sind schon... Ich war so... Was? Zur Hölle. Ich könnte mich reißen. Das ist das Weihnachtswunder. So, Leute. In der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben. Ich will jetzt den Minenschacht looten, dass wir letzte Folge keine Dias in der Schlucht gefunden haben und dann sogar nochmal gestorben ist hier. Ich würde schon sagen, ist da ein Spawner? Nee. Und dann sogar nochmal gestorben sind, ist natürlich wirklich das Beste, was hätte passieren können. Jetzt heißt es einfach noch vorsichtiger spielen als vorher. Vorher hatte ich halt so eine Absicherung. Die ist ja jetzt natürlich weg. Jetzt heißt es wirklich einfach nur noch vorsichtiger spielen und hoffen, dass wir hier nicht sterben. Weil ich ja eigentlich war ja mein Hauptding so, dass ich halt Dias meinen will und Dias brauche. Dann bin ich ja 10-mal verreckt, musste mir nochmal neue Rüstung craften. Da ist jetzt die Hälfte der Dias auch wieder weg und... Oh. Alles kompliziert, hey. Minecart, die Ehre. Und das ist schon wieder eine sehr große Mine, so wie es aussieht. Was halt am besten wäre... Oh, lol, eine unsichtbare Spinne. Okay. Was halt am besten wäre natürlich eine Menge an Spawnern. Da hoffe ich hier immer drauf, dass wir irgendwie so 2 oder 3 Spawner nebeneinander finden. Also wirklich nicht so, wie wir ja schon mal 4 Caseware Spawner gefunden haben. Sondern wirklich so, dass sie nebeneinander sind, dass sie gleichzeitig... an sind und betrieben werden. Das wäre natürlich das Beste, was so passieren könnte. Das wäre der 100%ige Jackpot. Boah, ich habe überhaupt gar keine Lust, hier nochmal zu sterben, ne? Und hier geht's... Alter, wie groß ist diese Mine zur Hölle? Ja, hier ist ein Caseware-Spawner. Oh mein Gott, ich brauche ein Schild. Ich brauche ein Schild, anders kann ich das, glaube ich, nicht regeln. Ich hoffe so sehr, dass da richtig viele Spawner sind. Das wäre der Todes-Jackpot. Oh mein Gott, was... Wo sind wir hier schon wieder? Was ist das... Hä? Warum gibt es denn hier so Todes-OP-Minen? Guckt euch das mal an. Da geht's weiter. Also sorry, aber die Spawn-Verhältnisse sind echt absolut unnormal. Ich habe noch nie so große Minen gesehen wie auf dieser Welt hier. Okay, Spawner 1 ist ausgeleuchtet. Okay, hier geht's weiter. Alter, was ist das wie... Ich verstehe es nicht. Wie kann es sein, dass eine Mine so groß ist? Und ich entschuldige mich schon mal im Voraus, falls man meinen Hund jetzt öfter hören sollte. Mein Dad kommt gerade nach Hause und da quiekt da unten immer ein bisschen. Ja, Wuffi, ist okay. Irgendwie komme ich nie an eine Stelle in dieser Mine, wo ich schon mal war. Es macht so absolut gar keinen Sinn. Diese Mine ist einfach so riesig. Diese Mine ist so riesig. Dias, Dias, Dias. Als ob wir hier nochmal Dias finden. Dias, hallo, Dias. Es geht los. Habe ich Glück 3? Ja. Ihre... 29 hatte ich wirklich Glück 3. Ja, ich habe aber nur, ich glaube, ich habe jeweils nur einen Diamanten rausbekommen. Das war traurig. Nochmal die. Oh mein Gott. Abfahrt. Hä, sicher, dass ich meine Glücks 3 Picke anhab? Ja, bekomme richtig wenig Dias gedroppt. Komm, wenn hier jetzt noch mal irgendwo Dias sind, schrei ich. Dias, die. Oh mein Gott. Mann. Einfach 3 Adern. 3 Adern Dias. In einer so einer Höhle oder was? Und ich suche mir hier immer einen ab, Alter. 3. Oh mein Gott, Alter. What the fuck, wie viel Glück kann man in einer Folge haben? Direkt wieder abbauen. 43 Dias jetzt schon. Oh mein Gott. Das war, ja, sehr gut gespielt. Die Höhle, ich glaube, hier ist jetzt nicht mehr viel. So, die Hauptspots, die... Jetzt hier. LOL. Wie? Hä? Was? Ich sag mir gerade, yo, hier in der Höhle ist safe, nichts mehr, alles gut. Was ist denn? Hä? LOL. Digga, ich spiele gar kein Clash of Clans. Nächster Subway-Surfer. Ich spiele eigentlich auch gar keinen Subway-Surfer. Oh mein Gott. Was zur Hölle? Wie? Was passiert hier? Ich bin gerade... Oh mein Gott, ich bin genau 3 Schritte weitergelaufen. Und hier sind schon wieder Dias. Was passiert hier? Oh mein... Ich hatte noch nie so viel Glück in einer Minecraft-Welt. Holy shit. Wir haben 64 Diamanten. Was geht mit dieser Höhle ab? Hier ist eine Schlucht. Da sind schon... Da sind...
Was ist das für eine Welt? Was ist das für eine Welt und was ist das für eine Höhle? Was zur... Es macht... Was zur... Ist das ernsthaft? Okay, es ist nur... Es ist einfach nur ein Diamantenerz. Okay, das war sad, aber... Trotzdem, what the fuck, Alter, was passiert hier? Und Leute, ich bin mir nicht ganz sicher... Lol? Hier ist einfach... Hier ist eine Unterwasserschlucht. Und ich bin mir nicht sicher, ob das die gleiche Mine ist, wie wir schon erkundet haben. Aber selbst wenn nicht, ist das anders heftig, was hier passiert. Alter, ich komme gerade noch nicht so richtig darauf klar, dass wir hier gerade so viele Dias innerhalb so kurzer Zeit gefunden haben. Und das alles in einer Höhle. So, Leute, ich bin jetzt hier. Ich weiß nicht, ob das die gleiche Schlucht ist oder schon wieder eine andere oder auch nicht. Oder ich weiß überhaupt nicht, was hier gerade abgeht. Es ist einfach, also diese Welt ist einfach so krank generiert. Ich weiß echt nicht, also, sorry, aber no joke. Wie oft erlebt man sowas, dass so viele Dias in einer Höhle sind, plus so eine riesige Mine und vielleicht, ich bin mir nicht sicher, ob es eine zweite Mine ist, aber vielleicht sogar hier noch eine zweite Mine ist. Wie oft ist sowas wahrscheinlich schon vorgekommen? Ich hab noch nie sowas gesehen wie das hier. Leute, ich weiß, was das ist. Das ist das Weihnachtswunder. Ich nehme ja gerade an Weihnachten auf und bestimmt dachte sich mir eine Kraft, ach komm, gönnen wir mal dem Velation. Nachdem er immer so viel Unglück hatte und Pech und nie irgendwelche Tiere gefunden hat und Stunden in dieser Welt verbracht hat mit dem Sammeln von Tieren oder Suchen von Tieren. Lol. Sag jetzt nicht, ist da noch ein zweiter Spawner? Oder habe ich, glaube, ich habe mich einfach verguckt. Ja, ich glaube, ich habe mich einfach verguckt. Ich glaube, so von dem Glück her und der Spannung ist das ist die krankeste Folge, die ich jemals aufgenommen habe. Also wirklich jetzt. Vom Glück her und von der Spannung und dem, was passiert, ist das die beste Folge, die ich jemals aufgenommen habe. Ich komme darauf gerade selbst noch nicht klar. Ne? Ich habe sowas noch nie erlebt, noch nie. Dass man so oft Dias hintereinander findet und dann noch eine Mine und alles. Da ist der nächste Spawner. Ich fasse es nicht, Alter. Was geht hier ab? Ne, es ist halt immer noch nicht so, dass wir zwei Spawner nebeneinander gefunden haben bisher, ne? Es ist wirklich immer nur dieser eine Spawner und mehr ist hier nie. So, Leute, ich mache mir jetzt aus den Fäden direkt mal Wolle, weil so viele Fäden brauche ich eigentlich nicht. Und ihr wisst ja, ich brauche unbedingt die Wolle. Die Wolle ist ja richtig wichtig. Damit wir nämlich aus den Fäden dann auch Blöcke gemacht haben, damit die nicht unser Inventar die ganze Zeit zumüllen. Hier geht es schon wieder ganz weit runter. Ich habe ja immer noch die Hoffnung auf Dias. Auch wenn wir jetzt schon eine Menge gefunden haben, so. Ja! So, ich könnte im Kreis springen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was zu... Wie war... Oh, Jungs. Jungs, Abfahrt. Einfach... Was... Und hier ist... Oh mein Gott. Ich gehe da runter und denke mir nichts dabei. Plötzlich Dias. Schon wieder. Was zu... Warum? Wie? Und ich... Das ist... Einfach nur ein Weihnachts... Da, ich... Das ist nur ein Weihnachtswunder. Einfach nur ein Weihnachtswunder. Der Weihnachtsmann hat mich jeden Tag erhört, an dem ich geweint habe, weil ich stundenlang hier nichts gefunden habe. Und jetzt dankt er mir das, Bruder. Einfach, ich habe ein Stack und 14. Und 14 Diamanten. Das muss man sich mal vorstellen. Und ich nehme seit 27 Minuten auf Rohdatei. Also seit 27 Minuten und in den 27 Minuten habe ich ein Stack und sie, oder naja, ein Stack nicht, circa ein Stack Diamanten einfach gefunden. Und das nur, weil wir immer mal in Höhlen gegangen sind, weil ich gucken wollte, yo, ist da überhaupt was? Und plötzlich bam, 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 Dias. Was ich halt auch nicht verstehe, es macht so absolut gar keinen Sinn, ne? Also wirklich jetzt, warum finden wir über eine Stunde lang, über 60 Minuten lang nichts oder fast nichts an Dias? Und plötzlich gehe ich in eine Höhle, habe davor zwei Schluchten gelootet in der letzten Folge, wo nichts war, also wirklich nichts war. Und dann gehe ich in eine Höhle und da sind tausende Dias. Nee, ich glaube, wir haben die Schlucht. Ich glaube, wir haben die Mine wirklich fertig gelootet. Natürlich haben wir jetzt den Gang auch verloren, der nach Hause führt. Aber ich würde sagen, ich gehe einfach über den einfachen Weg nach Hause. Und zwar über die Oberfläche. Muss ich nicht lang durch den Nether laufen. Vielleicht finden wir ja an der Oberfläche auch noch coolen Stuff so. Ich meine, wir haben so eine heftige Ausbeute gemacht. Das ist 40 Level. Ich komme damit nicht klar. Vielleicht haben wir auch noch das Glück und finden gleichzeitig noch ein Dorf. Das wäre natürlich mega heftig. Aber ich glaube, hier war ich sogar schon mal. Irgendwie kommt mir die Gegend hier bekannt vor. So, okay. Wow, wir müssen sogar genau in die Richtung. Da heißt, ich hätte gar kein Boot gebraucht. Alter, ich komme da drauf nicht klar, ne? Sowas habe ich noch nie
wirklich noch nie irgendwie erlebt. Auch noch nie irgendwo gesehen oder so. Was ist denn da? Hallo zu Hause. Ich komme mit ganz viel coolem Zeug nach Hause. So, ich werde mir direkt mal ein paar Stacks Eisenblöcke mit hochnehmen. So, und dann geht's ab nach oben. Alter, ich habe noch nie so eine Folge gehabt, ne? Das ist so krank, was heute passiert ist. So, Leute, ich habe das hier jetzt alles ein bisschen sortiert. Die Pfeile können, ich weiß gar nicht, warum da Pfeile überhaupt drin liegen. Und hier ist jetzt, wie gesagt, alles, was so ein bisschen enchanted ist, aber jetzt auch nicht wirklich gut. Wir haben ja jetzt Hose, Brust und Helm nicht mehr. Wer bist du denn? Wie kommst du hierher? Der muss sich durch das Netherportal muss der gekommen sein, ne? Alter, Rudolf. Rudolf ist kleine Wendy. Ja, ich höre dich. Hi. Alles fit. Du musst mal ganz kurz da stehen bleiben, wo du bist, ja. Nein. Bleib doch da stehen, wo du bist. Ah, ich hab ihn. Rudolf. Kleines Rendier. So, dem können wir jetzt übrigens auch Equipment dann in die Hand drücken. Und Schutz 4, Haltbarkeit 3. Alter, das waren ja sehr gute Enchantments. So. Und dann sind wir auch mal wieder besser equipped. So, Leute, und ich werde zur nächsten Folge ein paar Level farmen. Mit ein paar meine ich echt sehr, sehr viele Level. Und in der nächsten Folge werden wir dann gucken. Und, oh mein Gott, ich bin so blöd. Alles gut, Wuffi. Naja, in der nächsten Folge werden wir dann auf jeden Fall mal gucken, was wir für Enchantments bekommen. Ich will auch unbedingt eine Behutsamkeitspicke noch machen eigentlich. Und ja, Leute, ich hoffe, euch hat die die etwas sehr aufregende Folge gefallen. Bis morgen und ciao. Thank you.